Moin, Frau Jürgens. Moin, moin. Einmal die Post. Aha. Bitte schön. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ein Kranich. Und der entstand eben im Wartezimmer? Origami beruhigt. Wussten Sie, dass in Japan der Kranich das Symbol ist für Frieden und innere Ruhe? Ich habe den Eindruck, Sie sind auf einem guten Wege, Sie zu finden. Ihre innere Ruhe. Es liegt an Ihrem Coaching. Frau Schuster, Sie sagt, dass Sie Ihren Mann in der Klinik besuchen. Regelmäßig. Ich möchte nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird. Das ehrt Sie doch. Sie sagt, Sie sprechen mit ihm. Lesen ihm vor. Naja, man weiß ja nicht, was er noch mitbekommt. Koma-Patienten kriegen oft mehr mit, als wir vermuten. Und was ist mit all den anderen, mit denen Sie ins Reine kommen möchten? Entweder Sie glauben, ich ziehe eine Riesenshow ab, um Sie reinzulegen. Sie haben halt Ihren Ruf weg. Oder dass ich nicht mehr ganz dicht bin. Das reimen Sie sich zusammen, weil ich so oft bei Ihnen in der Praxis bin. Peer bekommt das auch mit. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Die zeigen mir alle die kalte Schulter. Früher, wie ich in Stinkstiefel war, da war ich nicht so einsam. Da hatte ich wenigstens doch was mit den Leuten zu tun. Geben Sie den Menschen Zeit. Guten Tag, schöne Frau. Moin. Sehr gepflegt. Die Treppe, das ganze Anwesen. Der Landarzt hier, der kann sich bestimmt glücklich schätzen mit Ihnen. Jede Wette. Sie sind aber nicht hergekommen, um mir Komplimente zu machen, oder? Und das Lächeln, wie ein junges Mädchen. Sie sind mir vielleicht einer. Ich würde gern zu Jan Bergmann, das ist ein alter Freund von mir. Ach, zu unserem Doktor hier. Aber der hat ja Sprechstunde, wie so meins. Aber dann hat er Mittagspause. Na, dann gehe ich erstmal eine Kleinigkeit essen. Sie kennen nicht zufällig ein Restaurant, was Sie mir empfehlen können? Doch, den Gasthof Janssen. Ah, sehr gut, da bin ich gerade dran vorbeigekommen. Was passiert? Gestürzt? Kleiner Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Ist bestimmt halb so schlimm. Ich verbinde Ihnen das schnell. Danke, aber ich brauche wirklich einen Arzt. Ich bin Arzt. Ach, und haben Sie auch zufällig ein Gerinnungskonzentrat in Ihrem Verbandskasten? Blutgerinn? Dann müssen Sie doch zu Dr. Bergmann. Sehr schade. Ja, leider, aber vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft. Immer wieder gern. Wir sehen uns dann heute Abend am Stammtisch. So machen wir's. Frau Schilling. Sie bluten. Ja, seit einer halben Stunde. Kommen Sie. Ich muss Sie sofort dran nehmen. Also, Herr Moser. Nächsten Freitag 10:30. Alles gut. Wo ist denn Frau Hinwechsel? Die hat frei heute. Sie wissen nicht zufällig, ob demnächst hier in Dickelsen eine Wohnung frei wird? Wie groß denn? Ja, so für Peer und mich. Oh, das geht auch schnell. Aber einen Segen habt ihr. Mal sehen, ob du das auch noch sagst, was wir dich zum Renovieren brauchen, ne? Peer, natürlich, selbstverständlich helfe ich euch. Doch, klar. Bitteschön. Danke. Tschüss jetzt, oder? Ich halte die Ohren offen. Und die Augen auch. Also eins muss ich sagen, er bemüht sich. Ja, mit Erfolg, finde ich, oder? So. Die Dosis des Gerinnungspräparats müsste reichen. Sie wissen ja, worauf zu achten ist. Ja, ich habe ein Auge auf den Verband und falls es durchblutet, stehe ich direkt wieder auf der Matte. Tag und Nacht. Wann soll ich zur Kontrolle kommen? Morgen. Vormittag. Morgen ist Samstag. Egal. Ich musste vor kurzem erleben, was passiert, wenn ein Patient eine wichtige Untersuchung versäumt. Das war ein schwerer Schlag. Ich habe davon gehört. Er ist mir praktisch unter den Händen. Ich weiß. Entschuldigung. Schön. Danke.
Hat's geschmeckt? Ja, vielen Dank. Ausgezeichnet. Auch der Wein. Schöne Farbe übrigens. Ja, typisch für ein Bordeaux. Ein tiefdunkles Rot. Ich meine das zauberhafte Türkis Ihrer Unterwäsche. Soll ich Ihnen was sagen? Ich glaube, Sie sind eine Frau, die sich gern verführen lässt. Habe ich recht? Ich spüre es. Und ich spüre, dass Sie ein Mann sind, der jetzt gerne bezahlen möchte und geht. Meinen Sie nicht, wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen? Sie wissen ja, wo der Ausgang ist. Herr Dr. Bergmann, ja? Besuch für Sie. Na, Captain? Markus? Mensch, wie geht's dir denn? Gut, Herr Konstanz hat mir verraten, wo du dich versteckst. Ja, das ist zufällig. Maren, darf ich dir Markus Pflüger vorstellen? Mein bester Freund aus Studienzeiten. Und das ist Maren Janssen, meine Lebensgefährtin. Hallo? Wir hatten ja schon das Vergnügen. Und wir auch. So trifft man sich wieder. Was, ihr kennt euch bereits? Er war im Gasthof essen. Diese Frau kann hervorragend kochen. Aufs Essen haben Sie doch kaum geachtet. Hauptsache Fleisch. Und Hauptsache viel. Hat sich aber inzwischen einiges geändert. Vegetarier ist er jedenfalls nicht geworden. Nö. Wie lange bleibst du? Ich war einfach in der Nähe, wollte kurz Hallo sagen. Sag mal, ich habe gehört, du bist jetzt hier der Landarzt. Herr Doktor! Gott, Svensson hat große Probleme mit Ihren Medikamenten hier. Danke Ihnen. So. Tut mir leid, ich bin gleich wieder da. So ist das hier. Professor? Übrigens, Ehebruch wird seit 1969 nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Ich sehe da weg. Ah ja, das hier ist das Behandlungszimmer und da drüben ist gleich das Sprechzimmer. Tolle Praxis. Läuft doch gar nicht so schlecht. Aber auf Landarzt machst du doch jetzt nur vorübergehend, oder? Nein. Mir gefällt's hier als Landarzt. Ich habe meine eigene Praxis, bin ganz nah an den Patienten dran. Das ist genau mein Ding. Machst du Witze? Schade, dass wir uns so lange aus den Augen verloren haben. Woran lag's? Du hast mir noch gar nicht gesagt, was dich hierher verschlagen hat. Ja, ich hab... Ich wollte dich einfach mal wieder sehen. Na und, wie geht's dir? Hast du Familie? Ja, ich bin inzwischen verheiratet. 3 Kinder, Anton, Pepe und Anna-Lotte. Glückwunsch! Und der Job? An welcher Klinik bist du? Ich bin Herzchirurg in Berlin. Im Team von Professor Jefferson. Professor Bill Jefferson? Der Spezialist für minimalinvasive Chirurgie? Das ist doch die Koryphäe schlechthin. Ich bin sozusagen seine rechte Hand. Im Moment entwickeln wir gerade einen Aortenklappenersatz. Markus, das ist doch genau das, was du immer wolltest. Mhm. Du doch auch. Träume ändern sich. Ja. Na und du? Hast du Kinder? Nicht? Komm. Ich hätte alles dafür verwettet, dass du schneller Papa wirst als ich. Ich bin's indirekt. Maren hat einen Sohn. Ah ja, ich war auch mal mit einer Frau zusammen, die ein Kind hatte. Aber offen gesagt, ich finde, eigene Kinder sind ganz was anderes. Aber das muss ja nicht für jeden gelten. Komm, ich zeig dir den Rest. Danke, dass du mit dem Essen auf mich wartest. Oh, hast du ja nicht mal für mich gedeckt. Weiß doch nie, wann du kommst. Wie wär's denn mal mit Fragen? Oh, Entschuldigung, ich vergaß. Ein Polizeihauptmeister, der muss natürlich immer erst gefragt werden. Sogar, wann man hier essen darf. Weißt du, mit dir ist es echt nicht mehr auszuhalten. Na super, toll, wie er vollgetankt hat. Idiot. Hallo, Frau Helfnet. Ja, der hat mir noch gefehlt. Probleme? Was glauben Sie, was das hier ist, eine Kaffeekanne? Auf das Grinsen habe ich gewartet.
Frau Helfrich! Was ist denn noch? Ich habe da einen Schluck Kaffee für Sie. So. Oh, die sehen aber gut aus, die Äpfel. Ach, und die duften. Das Auto von diesem Herrn Pflüger steht ja immer noch hier. Na ja, da wollte sich Degelsen zu Fuß angucken. Übrigens, das ist ein ganz netter. Naja, mir ist dieser Markus Pflüger ein bisschen zu nett. Wieso das denn? Na? War das wirklich mal ein guter Freund von dir? Mhm. Mir noch gar nichts von dem erzählt. Muss ich unbedingt nachholen. Ich wusste gar nicht, dass er inzwischen verheiratet ist und Kinder hat. Gott, die arme Frau. Ist wirklich zu bedauern. Mann, der hat mich so blöde angemacht. Was? Ach komm, er flirtet einfach gern. Immer schon. Ist ja nicht verboten. Auch wenn man verheiratet ist. Ich glaube, zwischen einem charmanten Flirt und schamloser Anmache gibt es feine Unterschiede. Die manchmal sehr schwer zu erkennen sind. Ich gehe ausreiten. Mit Markus. Tschüss. Na. Sie sauen sich ja völlig ein. Ja, und es gibt Schlimmeres. Ja. Mit Ihnen stimmt doch was nicht. Oh, doch, mit mir ist alles bestens. Frau Helfrich, ich wollte Ihnen sagen, es tut mir leid. Damals, ich habe mich nicht fair verhalten, als ich das Haus Ihrer Tante kaufen wollte. Und das fällt Ihnen jetzt ein? Besser jetzt als nie. Das Angebot, was ich Ihnen gemacht habe, war unter aller Sau. Es ist gut, dass Sie es nicht angenommen haben. Ich wollte mich dafür entschuldigen. Ja, das klingt gut. Aber glauben Sie nicht, dass ich Sie von jetzt an sympathisch finde? Was bekommen Sie für den Sprit? Die Zusage, dass Sie nicht Nein sagen. Ich würde Sie gern zum Essen einladen. Bei mir zu Hause. Ich koche. Sie kochen? Ja, heute Abend. Sie sagen doch nicht Nein. Nein. Ich meine ja. Ich sag nicht Nein. Traumhaft hier. Ist ideal für Ausritte. So ein Vorteil des Landlebens. Reitest du eigentlich noch regelmäßig? Nicht mehr so oft wie damals in Zürich. Mann, das war noch Zeit, ne? Haben wir eigentlich auch studiert? Ja, das haben wir auch noch. Auch wieder wahr. Anatomie 1 plus, Dr. Pflüger. Pathophysiologie 1 plus, Dr. Bergmann. Und im Dart warst du unschlagbar. In unserem Irish Pub? Oh, das beste Schwarzbier. Und die schönsten Mädchen! Weißt du was? Na? Bleib doch bis morgen. Wir spielen heute Abend Dart und trinken Schwarzbier. Dr. Bergmann, das ist eine ziemlich gute Idee. Moin. Moin, moin. Jan, ich werde auch Landarzt. Bist wohl immer noch kein Kostverächter, was? Gucken muss doch noch erlaubt sein. Sie winkt mir, eine Patientin. Nein, nee, ist klar. So, Paprika. Jetzt Tomaten. Wie oft haben Sie den Salat eigentlich schon gemacht? Zum ersten Mal? Ja, das gebe ich zu. Ich habe gehört, Köche untereinander duzen sich. Also? Ich bin Laura. Klaas. Die hübscheste Kellnerin mit den schönsten Beinen. Der Arzt mit dem frechsten Mundwerk. Wo ist der Doc? Eine Tasse ist für Sie, eine für mich. Oh. Eigentlich darf ich ja nicht. Na gut, kurz. Ist die Blutung gestellt? Mhm.
glauben Sie, lässt Ihre Verletzung es zu, dass wir uns heute Abend treffen? Lässt Ihre Frau das zu? Na, dann frage ich Sie nochmal. Keine Sorge, ich bin geschieden. Eigentlich bin ich schon verabredet. Meine Karte. Ich würde mich sehr freuen. Schön, dass du da bist, Laura. Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Ich meine... Ich weiß, was du meinst. Man sagt, seit dir das mit dem Herrn Schuster passiert ist, da willst du dich ändern. Ja. Aber ist nicht ganz leicht. Wichtig ist, dass du daran arbeitest. Das tue ich wirklich. Aber... Manchmal habe ich das Gefühl, es ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wenn man nur will. Anja und ich gehen aus und... Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr... Hallo, Laura. Hallo, Per. Hallo, Anja. Hallo. Ich habe deinem Vater nur gezeigt, wie man Salat macht. War sehr lecker. Ja... Wir wollten noch gar nicht lang stören. Ich wollte bloß Bescheid sagen, dass du nicht auf uns warten musst. Wir schlafen bei mir. Ihr könnt meinen Wagen haben. Danke. Aber passt auf, dass euch das Benzin nicht ausgeht. Tschüss. Na? Kannst du deine E-Mails runterladen? Ja, ja, ist schon erledigt. Musst du kurz noch was nachgucken. Kein Thema. Die Dartscheibe hängt schon. Mhm. Pflüger? Ja, Jurak, vielen Dank für den Rückruf. Sagen Sie, den Scheidungstermin kann man den rauszögern? Aber Sie sind doch Anwalt. Ja, da kann man also so gar nichts machen. Okay, das war's dann auch schon. Vielen Dank. Wiederhören. Alles okay? Ja, ja. Ein Kollege von mir lässt sich scheiden und sein Anwalt ist ein Bekannter von mir. Ich dachte, ich kann da was machen. Ich dachte schon, es geht um dich und deine Frau. Quatsch. Hey. Hey. War eine ziemlich schöne SMS vorhin. Gibt's hier noch was anderes außer Kaffee? Eine Briefmarkensammlung? Gibt's was? Maren. Ja? Bei uns stimmt doch eigentlich alles, oder? Ja, wieso? Wir sind doch eine richtig kleine Familie. Florian, du und ich. Und ich bin auch sehr glücklich mit dir. Und natürlich auch mit Florian. Ich bin auch sehr glücklich mit euch. Aber vielleicht könnte es noch schöner sein. Noch schöner? Ich möchte ein Kind mit dir. Ein eigenes. Eins, das... Das Vater zu mir sagt, oder Papa, oder was auch immer. Wäre das nicht großartig? Wir zu viert? Mit einem gemeinsamen Kind? Aber wir haben uns doch gerade erst gefunden und ich find's schön, so wie es im Moment ist. Florian ist gerade aus dem Gröbsten raus und sehnt sich wahrscheinlich nicht gerade nach einem Geschwisterchen. Ich habe wieder mehr Zeit für den Gasthof und viel mehr Zeit für dich. Ja. Lass uns unser Leben so genießen, wie es jetzt ist. Hm? Ich dachte ja nur. Es war ein sehr schöner Abend. Ich habe lang schon nicht mehr so viel gelacht. Ich auch. Ach, und der Salat, der war sehr lecker. Bisschen versalzen vielleicht.
Die hat mein Tantchen immer gesagt, ist die Suppe versalzen, ist der Koch verliebt. Sagen wir mal so, ich habe schon lange nicht mehr gewusst, dass es sowas gibt. Dein Lächeln ist bezaubernd. Also, bis bald, vielleicht. Darf ich dich nach Hause bringen? Das ist nett von dir, aber ich muss das alles erstmal verdauen. Das verstehe ich. Wir sehen uns. Weißt du, wie spät es ist? Habe ich gesagt, du sollst auf mich warten. Wo warst du? Seit wann interessiert dich, wo ich bin? Wo warst du? Bei Klaas Moser. Deine Witze waren auch schon mal besser. Musst es ja nicht glauben. Baggert er dich an? Wird das jetzt im Verhör? Ich wusste, dass der sich nicht ändert. Ich bin müde. Ist sonst noch was? Das Schlafzimmer ist hier. Ja, und das Gästezimmer ist hier. Morgen, mein Schatz. Morgen. Ich gehe mal zum Bäcker, Brötchen holen. Oh, es ist doch noch so früh. Ja, aber dann können wir gleich zu dritt im Garten frühstücken. Du, Markus und ich. Du bist so anders, seit er hier ist. Ich finde, Markus passt gar nicht zu dir. Wie bin ich denn? So, als ob du irgendwas beweisen musst. Ich kenne dich so gar nicht. Außerdem nutzt er jede Gelegenheit, mich anzubaggern. Jetzt hör aber auf. Wann denn? Ständig, hinter deinem Rücken. Was ist denn das für ein Freund? Er flirtet halt gern. Das darfst du nicht überbewerten. Sag mal, Jan, ich saug mir das doch nicht aus den Fingern. Das sag ich ja auch nicht, aber du übertreibst. Du hast ein völlig falsches Bild von ihm. Guten Morgen. Danke, dass ich hier schlafen durfte. Und Entschuldigung. Haben Sie sich mein Angebot durch den Kopf gehen lassen? Ich muss mir da nichts durch den Kopf gehen lassen. Morgen. Morgen. Du hast schon alleine gefrühstückt? Ja, mir war gerade danach. Und, hast du gut geschlafen? Mhm, hervorragend. Was hast du denn gestern Abend noch so gemacht? Ich habe einen langen Spaziergang gemacht und meiner Frau telefoniert. Darf ich? Schöne Grüße soll ich ausrichten, unbekannterweise. Ich bring das mal weg, oder? Ich weiß nicht, was du hast. Er ist doch sehr nett. Ja, immer wenn du dabei bist. Er ist doch sehr bemüht. Moin. Morgen. Moin. Ich hoffe, ich bin nicht zu früh. Ich bin wegen der Nachsorge da. Na, dann war ich noch auf einen Absacker in der Kneipe. Ach, hier bist du. Ich, ich habe mich eigentlich auf ein schönes Frühstück im Bett mit dir gefreut. Da bin ich böse, aber ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Ich wollte dich auch nicht wecken. Du sahst so süß aus. Schon gut. Ich hatte auch wirklich noch eine Mütze Schlaf nötig. Bleibst du noch länger? Nee, leider nicht. Ich muss jetzt auch gleich wieder weiter. Bis bald mal. Einen Moment bitte noch. Ich bin gleich bei Ihnen. Männer. Markus? Du hast eine meiner Patientinnen flachgelegt? Jan! Seit wann bist du so katholisch? Die hatte auch Spaß, weißt du? Ich denke, du bist glücklich verheiratet. Das Telefonat gestern. Es ging also nicht um einen deiner Kollegen. Es ging um meine eigene Scheidung. Oh Mann. Mann. Markus, warum lügst du mich denn an? Meine Ehe ist ein Trümmerhaufen. Ich hatte was mit einer Medizinstudentin. Jetzt bin ich auch noch suspendiert. Bis auf Weiteres.
Okay. Aber alles noch kein Grund, mich anzulegen. Ja, stimmt. Hast du Maren angemacht? Ich habe der Freundin eines Freundes Komplimente gemacht. Komme ich dafür jetzt ins Gefängnis? Über Komplimente hätte sie sich gefreut. Sie war angewidert. Also, weißt du was? Ich kenne mich ja mittlerweile ziemlich gut aus mit Frauen. Und ich sag dir, deine Marin ist kein Kind von Traurigkeit. Verschwinde. Zu dir wollte ich gerade. Klaas, was machst du denn hier? Ich wollte nur mal wissen, wie es deinen Füßen geht. Meinen Füßen? Na, sie müssen ganz wund sein. So wie du mit dem Kopf rumgehst. Ein Salzstreuer. Damit du dich auch mal versalzen kannst. Weißt du eigentlich, dass du die schärfste Frau bist, die ich im Blaumann kenne? Abgesehen von diesem bezaubernden Lächeln. Bis später. Da hast du dich doch tatsächlich für mich geprügelt. Mein Held. So schlimm war es nun auch nicht. Maren, es tut mir leid. Ich bin ein Idiot. Nein, bist du nicht. Ich denke, mit ihm stimmt was nicht. Ja, er kommt mir vor wie ein Getriebener. Er hat doch gestern meinen Laptop benutzt. Da hat er vergessen, eine Seite zu schließen, eine Internetseite. Da war eine nackte Frau drauf zu sehen. Der hat sich doch tatsächlich in meinem Sprechzimmer, in meinem Laptop, Pornoseiten reingezogen. Hast du? Er hat halt nur Sex im Kopf. Störe ich? Herr Moser. Nein. Es dauert nicht lange. Danke. Hey. Hey. Ich habe mich vorhin irgendwie nicht richtig von dir verabschiedet. Ja, bin ich auch. Und außerdem hast du gesagt, jederzeit gerne wieder. Ich habe gehört, du bist doch verheiratet. Die Scheidung läuft gerade, wirklich. Klar. Sie sind verliebt. Na wunderbar. Das ist fantastisch. Ich weiß, es klingt komisch. Aber ich habe das Gefühl, ich kann die ganze Welt umarmen. Wer ist denn die Glückliche? Die Sache hat einen Haken, leider. Ist sie verheiratet? Nein, nicht, aber in festen Händen. Weiß die Frau, was sie für sie empfinden? Haben sie eine Affäre mit ihr? Nein, 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 nein. Das ist auch gut so. Sowas kommt meistens ans Licht. Und das wollen sie doch nicht, oder? Nein. Geklingelt. Ich hab
Nix. Ich war wahrscheinlich in Gedanken. Hast du denn schon Feierabend? Nein. Ich mache gerade eine Probefahrt. Und da bin ich hier vorbei. Ich wollte nur sagen, wie sehr ich mich gefreut habe über den Salzstreuer. Und das, was du da gesagt hast vorhin. Ich habe schon lange nicht mehr so was Nettes gehört. Rat mal, wer mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumgeht. Laura, bitte. Bitte, bitte, versteh mich nicht falsch. Ich habe schon lange nicht mehr so viel für eine Frau empfunden wie für dich. Es ist nur... Wie soll ich dir das... Du bist mit Sven Olsen zusammen. Ich möchte dich nicht drängen, aber... Ich möchte gerne mit mir im Reinen sein und das kann ich nicht, wenn ich was mit einer Frau anfange, die mit einem anderen zusammen ist. Jetzt schäme ich mich. Warum das denn? Ich dachte, du bist so einer, der auch mal fünfe gerade sein lässt. Ja. So denken sie alle. Aber so will ich nicht mehr leben. Du hast recht. Das wäre auch unfair Sven gegenüber. Hat es dir diesmal keinen Spaß gemacht? Doch, aber ich muss jetzt wirklich los. Willst du nicht wenigstens noch einen Kaffee? Mach's gut. Sag mal, was motzt du dich denn so auf? Du lackierst doch sonst nur Autos. Sven? Ja? Wir sind in der Sackgasse. Ist es dir nicht auch schon mal so gegangen, dass du dich mit deinen Gefühlen so gar nicht mehr auskennst? Du hast doch neulich gesagt, dass ich keine Gefühle habe, also kann ich mich damit auch nicht auskennen. Ja, jetzt wirst du wieder patzig. Das sagt die Richtige. Sven, nicht in dem Ton, bitte. Du hast doch was mit einem anderen. Am Ende mit Moser. Und wenn's so wäre? Dann würde ich ganz laut Scheiße brüllen. Ja, dann brüll doch, nur zu. Mit uns ist es vorbei. Schluss, aus, Ende. Alles in Ordnung? Die soll sich hier bloß nicht mehr blicken lassen. Ach Gott, ihr habt euch doch wohl nicht etwa... Du sie... Was denn jetzt? Sven. Ihr Kreislauf ist wieder stabil. Ist Ihnen noch übel? Nee, aber aufstehen geht nicht. Ich fühle mich wie gelähmt. Bleib sitzen. Ich übernehme deine Schicht. Danke. Schreiben Sie mich krank? Ungern. Jetzt gucken Sie mal hin. Das ist doch völlig fertig. Das mag ja sein, aber vom Liegen wird's auch nicht besser. Im Gegenteil, da würden Sie nur Trübsal blasen. Die Arbeit lenkt Sie wenigstens ab. Könnte was dran sein. Kopf hoch, Sven. Scheint auch mal wieder die Sonne. Nicht, solange es Frauen auf der Welt gibt. An den Satz werde ich Sie erinnern, wenn Sie wieder verliebt sind. Was reden Sie überhaupt mit? Sie haben die Mose doch unterstützt. Wegen Ihnen sitzt er doch am Stammtisch. Aber eines versichere ich Ihnen. Ich setze mich nicht mehr mit ihm zusammen und Dieter auch nicht. Nein, ich will mit dem Mose auch nichts mehr zu tun haben. Ja, und Hinnerk oder Jens. Die sehen das ganz genauso. Ich dachte, du bist längst weg.
Ich krieg den Kopf nicht frei. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Hat den Richtigen getroffen. Du warst doch früher nicht so ein Arschloch. Jan, ich habe ein Problem. Ich bin hierher gekommen, weil ich mit dir drüber reden wollte. Aber als ich dann hier war, es ging einfach nicht. Aber Maren anbaggern, das ging. Als du an meinem Laptop zu tun hattest, da hast du dir Pornoseiten reingezogen. Ja. Dir bedeutet Sex verdammt viel, oder? Du leidest an Hypersexualität. Du bist sexsüchtig, Mann. So ein Blödsinn. Ich hab eine Scheidung am Hals. Ich bin fast entlassen worden. Ich glaube, ich suche eher Geborgenheit. Hättest du vor der Frau des Mannes Halt gemacht, der mal dein bester Freund war? Nee, ich glaube nicht. Sorry, Markus, aber es geht mir echt zu weit. Mach's gut. Laura. Hast du was Schönes geträumt? Ich habe das Gefühl, ich träume immer noch. Stell dir vor, Schuster ist aus dem Koma erwacht. Nein, das ist ja toll. Ich habe auch Neuigkeiten. Erzähl. Ich habe mich von Sven getrennt. War schlimm? Tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so für dich empfinden würde. Das geht mir auch so. Wir haben alle Zeit der Welt. Hey, was ist los? Immer noch Markus? Ja. Vielleicht hättet ihr doch noch mal reden sollen. Haben wir. Ich habe ihn zufällig getroffen. Du hast recht. Er braucht Hilfe. Aber da ist kein Vertrauen mehr. Ich wollte mich für meinen ganzen Auftritt hier entschuldigen. Besonders bei Ihnen. Ich weiß, ich war unmöglich. Danke. War einfach ein schlechter Start mit uns beiden. Aber wir arbeiten dran, okay? Ja, ich war dann auch mal wieder. Schade, hätte wirklich schön sein können hier, aber ich hab's ja wohl gründlich versaut, oder? Marianne, du weißt nicht zufällig einen Arzt, der mir helfen kann? Erstmal der, der vor dir steht. Und seit wann ist Sex wie ein Zwang für dich? Ein Jahr, vielleicht länger. Ich hab's jedenfalls nicht mehr unter Kontrolle. Wie oft schläfst du mit Frauen? Oft. Eigentlich jeden Tag. Meistens kenne ich die kaum, ich sprich sie einfach an. Ganz direkt. Mit verschiedenen Frauen. Wahllos? Irgendwas muss mir schon an denen gefallen. Aber die Abstände werden immer kürzer. Und wie fühlst du dich danach?
schwerst entspannt. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, dann ekel ich mich vor mir selber. Wann brauchst du es dann wieder? Am Nachmittag bin ich wieder auf der Jagd. Hast du schon mal versucht, diesen Kreislauf zu brechen? Ja, schaffe ich aber nicht. Alles typische Merkmale einer Sucht. Ich hätte es längst selbst merken müssen. Nein. Chirurgen sehen oft nur ihr eng begrenztes Operationsfeld. Danke. Mach's doch selber mal einer. Tja. Sexsucht. Klingt doch albern, oder? Es wäre ja auch zum Lachen, wenn es nicht so verdammt ernst wäre. In den USA gibt's ja schon Fachkliniken. Weil es immer öfter vorkommt. Okay, ich lass mich behandeln. Ich kenne einen guten Therapeuten in Berlin. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Danke. Soll ich dir was sagen? Irgendwie beneide ich dich. Marin, um deine Arbeit, die dich glücklich macht. Sieh zu, dass du das in den Griff kriegst, mein Freund. Hier bist du. Was ist los mit dir? Ich bin einfach nur müde. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube eher, dass du dich fragst, ob der Landarztberuf wirklich das Richtige für dich ist. Und ob du mit mir jemals ein gemeinsames Kind haben wirst. Komm, meine Liebe. Wir gehen ins Bett.